kommen wir noch einmal zurück zu dem Einlesen der IFC-Dateien. Wenn wir die IFC-Dateien einlesen und wir wandeln sie um in normale Catwalk-Dateien oder in normale Catwalk-Elemente, so ist dies ja nun eine Wand. Bisher war es aber immer das Problem, dass wir diese Wand nicht irgendwo weiterverwenden konnten, und auch hier können wir nun über Modifizieren, Optionen, Referenzwand erzeugen, dafür sorgen, dass wir diese Wand, so wie sie jetzt hier steht, auch als Referenzwand abgelegt wird. In diesem Fall einmal eine 210 mm breite Wand. Auch da wiederum die Nachfrage links, Mitte oder rechts als Einfügeachse, in diesem Fall rechts, also auf der Gegenseite, nicht der Bundseite. Und wir können diese Wand mit dem vordefinierten Namen dann auch abspeichern. Wenn wir das machen, dann wird der Name beibehalten. In diesem Fall hat die Innenwand einen Namen und die Referenzwand ist hier definiert. Das können wir nun mit anderen Wänden mit anderen Stärken natürlich auch machen. In diesem Fall hier eine Wand, das ist jetzt auch eine 190er Wand, die andere war 210. Wir sagen wiederum Referenzwand erzeugen, wählen hier dann noch einmal den Zusatz 190 als Referenzwandname und speichern diese Wand wiederum ab. Das heißt, so können wir nun beliebig viele Referenzwände erzeugen, und wenn wir nachher in die Planausgabe gehen, dann werden wir sehen, dass diese Wände auch noch als Grundriss mit ausgegeben werden können, gegenüber dem, was wir früher hatten, wo wir diese Grundrisswände nicht wirklich definieren konnten. Wir werden das Ganze jetzt hier wieder rauslöschen. Weil wir da im Endeffekt jetzt aber diese Wände schon mit Türen eingelesen haben und machen dann an dieser Stelle weiter. Wir haben also hier jetzt unsere Innenwände soweit fertig definiert, so wie wir das also jetzt auch brauchen. Nun werden wir noch einmal die Fenster und Türen setzen. Das machen wir zum einen auch hier einmal im Grundriss. Im Grundriss können wir ja über die Architekturelemente und das Setzen mit einer Referenz, zum Beispiel in diesem Fall jetzt mal ein Fenster mit einem Abstand von 1 Meter aus der Ecke heraus hier platzieren. Die Brüstungshöhe ergibt sich immer aus der unteren Wandecke. Ändern wir die Referenz, können wir das natürlich auch direkt ändern. Es bietet sich aber an, ein einmal eingefügtes Fenster zum Beispiel auch über Kopieren weiter zu betreiben oder weiter zu setzen. Wir nutzen hier die Funktion Kopieren. Das hat nämlich den Vorteil, dass wir dann das Fenster einmal an der Wand haben und natürlich mit der gleichen Referenz wieder absetzen können. Aber wir können auch mit der Taste A die Referenzseite ändern. Wir wechseln dann von links, Mitte und rechts mit der Taste A dann soweit entsprechend durch. Setzen wir das Ganze dann an dieser Stelle, haben wir da zwei Fenster platziert. Wenn wir die Referenz ändern möchten, den Abstand ändern möchten, dann geht das so, dass wir einmal einen Doppelklick auf das Fenster machen und nur die Option Abstand hier rausnehmen. Wir können auch die Referenz sogar hier ändern. Wenn wir jetzt nämlich das Fenster dann wieder setzen, haben wir diese neue Referenz damit gespeichert. Wir nutzen es hier, um das Fenster mittig hier in diesen Räumen zu platzieren, auch an dieser Seite und auch an dieser Stelle. Ja, jetzt brauchen wir noch das zweite Fenster. So, an dieser Stelle. Und das gleiche dann einmal hier, wobei wir das hier jetzt einmal freisetzen und hier auch einmal mittig so freisetzen. Wir werden noch zwei weitere Elemente einfügen. Das eine ist nochmal ein Sektionaltor. Dass wir allerdings nur in der Höhe etwas ändern. Das setzen wir mittig in diese Wand. Das ist hier unser Werkstattbereich. Da möchten wir ein Tor haben.
Und wir werden noch ein neues Fenster, eine neue Tür einfügen. Das ist diese Haustür mit Seitenteil. Diese steht Ihnen ab sofort zur Verfügung, um zum Beispiel die Haustür nach dem gleichen Schema einsetzen zu können, wie Sie das von den Fenstern gewohnt sind. Das heißt, wenn wir hier einmal in die Option gehen, sehen Sie eine ähnliche Herangehensweise wie bei den Fenstern. Mit dem Unterschied, dass wir zum Beispiel sagen können, wir möchten ein Seitenteil links oder rechts haben. Zum Beispiel das Seitenteil links, ja, mit einer Breite und die Ausführung mit einer Untervariante definieren können. Bei diesen Untervarianten selbst haben wir wiederum Möglichkeiten, der Rahmenbreite, der Rahmenstärke und die Ausführung weiter zu beeinflussen. Um diese Vielzahl an Parametern eben vernünftig handeln zu können, empfehlen wir Ihnen, einmal die Türbezeichnung oder die Türen in diesem Fall einzugeben und auch das wiederum als Variante dann zu speichern. Das haben wir auch gemacht, indem wir jetzt hier einmal über die Varianten gehen. Über die voreingestellten Werte gibt es hier die Haustür mit Seitenteil links. Die müssen wir dann nicht mehr speziell einfügen. Wir können sie jetzt hier dann einfach definieren, platzieren und wir haben unsere Haustür. Diese Haustüren sind, wie gesagt, von der Darstellung her ähnlich wie dem Fenster in der gleichen Variabilität, so dass wir da ein Konzept haben, mit dem wir da zusammenarbeiten können. Wenn es darum geht, ein Fenster in ein anderes Geschoss zu bringen oder zu kopieren, können wir ein Fenster ja anwählen. Wir können es zum Beispiel mit der Taste 6 kopieren oder das können wir eben auch im 3D machen. Wir setzen hier zum Beispiel einmal die Fenster mittig in diese Wand. Die sind jetzt hier noch ein wenig zu hoch. Ja, aber so, setzen wir sie einmal noch richtig rein. Aber auch da können wir zum Beispiel die Werte hier abgreifen. Das heißt, ich greife hier aus dem 3D die Höhe einmal ab, 1110, und ändere nun von diesen vier Fenstern einfach die Parameter mit 1110 und setzen die somit auf die gleiche Höhe. Also das Setzen im 3D hat viele Vorteile. Genauso wie wir das hier zum Beispiel in der Fassade machen können. Wir wechseln wieder in die Fassadenansicht. Ich nehme jetzt dieses Fenster, drücke die Taste 6 für Kopieren, drücke die Taste A für Referenz ändern und kann hier sehr schnell, einfach in diesem Fall durch drückende Taste K, haben wir das Ganze in die Wand geklebt oder es bleibt halt in der Wand stehen, können damit Fassadenpläne und Fassadeneinrichtungen sehr schnell machen. Natürlich können wir auch Fenster, die einmal definiert sind, über die Funktion modifizieren, die Variante ersetzen. Und auch hier gibt es die Option mit der mittleren Maustaste, dass wir nun diese Daten zum Beispiel über die Value-Dateien, die Wertedateien ändern können, um daraus zum Beispiel ein schräges Fenster zu machen. Bei diesem schrägen Fenster hatten wir die Parameter vordefiniert. Und auch als letztes, wenn wir das in dieser Wand machen, wir schauen hier einmal an, ändern auch hier einmal die Referenz ohne Abstand und Referenz in der Mitte, drücken die Taste 6 und kopieren es einmal in diese Wand und in diese Wand über die mittleren Punkte, drücken noch einmal die Taste A und setzen das auch hier passend in die Wände hinein. Ja, jetzt haben wir da allerdings den Mittelpunkt gewählt, das wollten wir ja so gar nicht. Machen wir es nochmal, wir kleben das einmal daran und dann kopieren wir das Ganze nach da und nach da. Und auch hier die vier Fenster, die wir jetzt alle zusammen austauschen wollen, über Modifizieren, Variante ersetzen. Suchen wir uns die passende Wertedatei aus. Nein, das ist hier die Value-Datei. In diesem Fall ist es jetzt ein Fenster mit Kippflügel. Öffnen das Ganze und die vier Wände sind gesetzt. Speichern das einmal ab. Schauen uns noch einmal die Öffnung an. Was nämlich jetzt auffällt, diese Wand
die jetzt hier das Geschoss 1, Ebene 1 schon benötigt oder hat, diese Wand, die Ebene 0 hat. Fenster und Türen sind auch entsprechend dieses Geschosses angepasst. Das heißt, beim Setzen eines Fensters, einer Öffnung, wird immer geschaut, in welchem Geschoss denn zum Beispiel die Wand definiert ist, und im gleichen Geschoss wird dann die Öffnung definiert. Im Gateway können ja beliebig viele Elemente nach Attributen ein- und ausgeblendet werden. Auch können wir zum Beispiel hier über das BIM-Management-Tool ein- und ausblenden, wenn wir also zum Beispiel aus der Ebene Tragwerk die Deckenplatte sehen wollen, können wir sie hierüber auch einblenden. Wir möchten nun die Deckenplatten, die wir hier haben, hier und hier, als Fußbodenaufbau nutzen. Wir kopieren sie in Z-Richtung 190 mm. Jetzt wird nun gefragt, ob die vorhandenen Geschosse kopiert werden sollen, was wir mit Ja bestätigen. Wie vorhin schon im ersten Block gezeigt, ist das Ganze dann unter Prüfen und Abfragen nun einstellbar, ob das mit Frage, mit Abfrage, mit Default Ja oder Default Nein definiert werden soll. Nun haben wir diese Elemente definiert und kopiert, und über Modifizieren Farbe ändern wir zum Beispiel nun das Ganze in die Farbe Nummer, das gucken wir gerade mal, 68, den Fußbodenaufbau. Auch den Namen ändern wir auf Fußboden, geben das Ganze zum Beispiel mal als neuen Namen ein. Und können nun über die Funktion, dass wir die Wände aktivieren, wiederum mit Steuerung A und T, und auch hier die Funktion CWO nutzen, um die einzelnen Elemente zu schneiden, die Wände ausschneiden. Hier nutzen wir ein Schneidset, Wände, Fußboden, und zwar zu den Wänden jeweils 2 oder mehr Millimeter Luft. Wir können das Ganze also auch, wenn wir wollen, mit 5 mm Luft machen, um sofort einen Abstand zwischen dem Fußboden und dem Fußbodenaufbau, der Wand und dem Fußbodenaufbau herzustellen. Wenn das Ganze dann geschnitten ist, können wir dann in den Bereichen, wo wir den Fußbodenaufbau nicht benötigen, zum Beispiel hier, das ist jetzt ein Element, das hier, blenden wir mal kurz nur das von dem gleichen Material ein. Und sehen, dass wir hier die Elemente nun definiert haben, geschnitten haben, die einzelnen Wandkörper. Hier haben wir noch eine zusammenhängende Wand und da nur eine kleine Zusatzoption oder einen Hinweis. Wenn wir hier so wie hier das Ganze so definiert haben, dann ist es jetzt eine kleine Fläche, die wir auch verschwinden lassen können. Auch hier können Sie zum Beispiel die Funktion 7a benutzen, um eine aktive Facette zu strecken. Wenn Sie einen negativen Wert nehmen, zum Beispiel hier mit 60 mm oder 100 mm und die Facette quasi durchgedrückt wird, erzeugt das, dass diese Facette einfach verschwindet. Auch damit können Sie kleine, ich sag mal, Problemstellen damit lösen. Dort, wo wir jetzt keinen Fußboden brauchen, löschen wir die Daten einfach mal raus, haben jetzt hier den Fußboden so definiert, ja, und haben die einzelnen Elemente da drin. Wir möchten nun weiter hiermit arbeiten, wollen noch ein bisschen mit den Szenen auch arbeiten, möchten da einmal auf etwas hinweisen, dass Sie zum Beispiel diese Szenen ja nicht nur hier unten in der Leiste haben. Wir haben hier sehr viele Szenen aufgebaut, die als Szenenfilter fungieren, sondern wir können diese Szenen ja auch hier mit dieser Funktion abdocken, haben das als extra Fenster und können es zum Beispiel rechts oder auch links mit dazu docken. Machen wir das übereinander, geht auch das, und wir bekommen zwei Reiterkarten, die Szenen und das BIM-Management-Tool. Und je nachdem, wo wir uns jetzt gerade befinden, können wir das
dementsprechend nutzen. Auch hier können wir die Breite nutzen, dass wir das einfach schmaler machen. Das ist schmaler geworden als in der Version 26, dass wir also mehr Zeichenfläche zur Verfügung haben. Hier in diesem Fall blenden wir uns dann einmal die Geschosshöhen aus und sehen jetzt hier, aha, wir haben die einzelnen Szenen, passen jetzt einmal so als Mittelmaß das vielleicht ein wenig an und haben so nun unsere optimale Arbeitsfläche definiert. Zu den Szenen noch ein paar Hinweise. Wir sehen hier die Szenen in unterschiedlichen Farben, rote und blaue. Diese Einstellungen entsprechen dem, wie diese Szene fungiert. Zum Beispiel hier in diesem Fall die Übersicht und die Achse 9, die beide rot dargestellt sind. Wenn wir dies mit der rechten Maustaste uns mal anschauen, dann steht eben hier, dass diese Szene neue Elemente zugeordnet bekommt, und zwar immer. Auch mit der Übersicht sehen wir das, dass die neuen Elemente hier immer zugeordnet werden. Wenn wir das Ganze noch weiter betrachten, gibt es hier auch die Option, dass wir Szene zum Beispiel von der Ansicht her immer anzeigen können, dass wir einen Zoom auf die Szene machen können, den Grafikmodus der Szene mit abspeichern und auswählen und auch der gedrehte Nullpunkt in der Szene gespeichert werden kann. Des Weiteren sehen wir hier unten einen großen Bereich, den wir auch über Kurztasten erreichen können, um zum Beispiel Elemente zusätzlich mit anzuzeigen, Shift und rechte Maustaste, oder Elemente einer Szene auszublenden. Das können wir vor allen Dingen auch nutzen, wenn wir zum Beispiel, so wie hier, viel nach Material sortiert haben. Wir haben hier zum Beispiel eine Szene Architektur. Wenn wir sie aufrufen, werden Architekturelemente dargestellt, und wenn wir uns das jetzt genau anschauen mit der rechten Maustaste, dann sehen wir das hier, das Attribut Material, und jetzt schauen wir hier mal zum Beispiel Glas und die Hüllen dargestellt werden und gespeichert werden. Also alles, was jetzt das Material Hüllen, zum Beispiel auch Hüllentransparent und Glas bekommt, das wird hier gemäß diesen Attributen oder wird in dieser Szene gespeichert und damit gefiltert. Glas heißt in diesem Fall auch, dass wir zum Beispiel die Glasscheiben hier sehen. Die werden mit eingeblendet, was wir vielleicht nicht unbedingt haben möchten. Wenn wir das also ändern und hier das Material Glas nun aus dieser Szene rausnehmen und das Ganze bestätigen, dann wird sofort, kommt ein Hinweis, dass die Elemente entfernt werden aus der Szene. Und hier haben wir jetzt nur die reinen Architekturelemente. Möchten wir zum Beispiel jetzt drei Szenen aufrufen, Architektur, Massiv und Fassade, können wir das jetzt hier machen. Hier sind jetzt unterschiedliche Materialien gespeichert, bei Massiv zum Beispiel die Betonelemente und bei Fassade eben auch die Öffnungselemente. Und so können wir über diese Szenensteuerung sehr schnell definieren, was wir denn sehen wollen. Wir möchten nun das Ganze, bevor wir ins Ausgabelement entgehen, auch noch mit der Treppe belegen, und das machen wir im nächsten Block.